Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars Jedi Fallen Order. Ihr habt's gesehen? Ja, ich habe einfach vergessen, das Ding mal zu aktivieren, weil der Mechanismus hält die scheiß Kugeln ja auf. Ja, ich bin wirklich in der letzten Folge drumherum getänzelt, wie so ein kleines Kätzchen, Alter, auf der Jagd. Aber jetzt haben wir es ja wenigstens. Und ja, ihr seid am Start, was mich sehr freut. Wie immer natürlich, Freunde, vielen, vielen Dank dafür. Und wir aktivieren das Ganze mal. Schau mal, was jetzt passiert. Lass mich hoch, lass mich hoch. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr am Start seid. Vielen Dank auch an alle aktiven Supporter natürlich da draußen, die das Projekt hier immer noch unterstützen. Und bevor wir jetzt hier da reinsteppen, kleiner Hinweis natürlich, folgt mir endlich auf Instagram. Ja, es wird Zeit, Freunde. Wir kommen langsam zum Ende des Jahres und Star Wars wird ja wahrscheinlich das letzte Let's Play so richtig sein, vom großen Spiel her dieses Jahr. Und ja, folgt mal einfach auf Instagram. Checkt auch meinen Partner Instant Gaming ab. Und jetzt kurz die Fragen. Ich habe ja beim letzten Mal gefragt, welcher Öffnungstext beginnt mit Luke Skywalker ist auf seinem Heimatplaneten Tatooine zurückgekehrt? Natürlich die Rückkehr der Jedi-Ritter. Und dann noch der andere Film, welcher Eröffnungstext beginnt mit Es herrscht Aufruhr im galaktischen Senat. Angriff der Klonkrieger. Die nächsten Fragen für die Experten unter euch. Ist Han Solo so groß wie Chewbacca? Was ist das für eine Frage, Alter? Die nehmen wir natürlich nicht mit rein. Wo auf Tatooine treffen Luke und Obi-Wan zum ersten Mal auf Han Solo? Ist fast genauso einfach. Die nehmen wir aber jetzt mit rein. Die erste könnt ihr auch gerne mit beantworten, wie ihr wollt. Und dann auch sehr lustig, von wem spricht Han? Ja, genau. Von wem spricht Han, als er sagt, das hier ist unsere kleine Intelligenzbestie, meine Süße? Von wem spricht er? Ist der größer als Chewbacca? Was ist das für eine Frage, Alter? Hier ist es. Endlich habe ich ein vollständig intaktes Abbild dieses heiligen Sepho-Artefakts gefunden. Mein Freund, sieh her. Das ist Miktol am Gewölbe auf Bogano. Du siehst ein Objekt in seiner Hand. Nach diesem Bild glaube ich, dass ein Machtnutzer mit dem Objekt die Geheimnisse des Gewölbes wahrnehmen kann. Es ist Schlüssel und Wegweiser. Das Sepho-Astrium. Aber wer würde Bilder davon zerstören und wieso? Ich muss weiterforschen. Damit ist unser nächster Schritt klar. Ein Astrium finden, falls noch eines existiert. Ein Astrium? Schon mal gehört? Ich auch nicht. Aber ein Schlüssel. Ja, das verstehe ich. Jetzt wissen wir, was wir finden müssen. Okay. Mehrere Einträge. Einflüsse von Kajik. Das heißt... Oh, Erfolg. Alles ist miteinander verbunden. Das ist eine Kiste. Also wie kriegt man überhaupt eine andere Farbe? Ich wusste, dass du da reinspringst. Lichtschwertfarbe, Freunde? Zeig mal, was du gefunden hast. Kriegt man überhaupt eine andere Lichtschwertfarbe? Also langsam wäre es ja mal Zeit, wa? So langsam wäre es ja mal Zeit. Warte, Partnerlook mit BD. Weil das ist jetzt schon der vierte Planet, auf dem wir sind. Und wir haben nicht eine einzige Zusatzfarbe gefunden. Ich brauche Hilfe. Gute Arbeit, BD. Aber es kann ja nicht sein, dass dieses Auswahlmenü nur für Blau und Grün gibt. Das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. What the fuck, was war das? Das kann ich mir aber auch jetzt nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Es wird langsam Zeit, ich schätze mal, Rot kriegen wir nicht, weil wir kein Sith werden, glaube ich. Ich glaube nicht, dass wir ein Sith werden. Oder kann das vielleicht noch passieren? Nee, glaube ich nicht. Ehrlich gesagt. Oh, maximal Leben. Ja, nehmen wir das natürlich direkt. Und als nächstes nehmen wir dann, hier mehr Stim-Heilung.
Mehr Lebensenergie ist immer gut. Kann man das Spiel eigentlich in New Game Plus durchzocken? Das wäre eigentlich ganz... ist jetzt auch nicht unbedingt ein Spiel, wo ich sagen würde, es lohnt sich mehrfach durchzuspielen. Also zumindest... Wovon redest du? Ich brauchte dieses Grab. Ich hab, was ich wollte. Und du bist nutzlos für mich. Kannst du es rückgängig machen? Danke. Hoffentlich hält die neue Verschlüsselung sie draußen. Oh, du arme kleine Sau. Upgrade beschaffen? Eine Suchtdroiden-Steuereinheit. Wie ist das, andere Droiden zu hacken? Ja, ich find's auch komisch, andere Leute zu hacken. Für die gute Sache, richtig? Da freut er sich. Ach ja. Hacken, Suchtdroiden. Kann Beschädigte im... Ah, okay, Beschädigte können wir. Ja, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier nur auf Grün und Dings endet. Kann ich mir nicht vorstellen, ne? Ja, was geht jetzt ab? Schwertschmied. Achso, okay, cool. Doppeltes grünes Lichtschwert? Auch geil, oder? Dieser Sound alleine ist so geil. Dieser Sound, also ohne Witz. Sollten die Mantis anfunken. Triller weiß wahrscheinlich, wo sie ist. Funktioniert der Funk? Ich höre sie nicht. Etwas stimmt nicht. Wir müssen zurück. Zurück zum Schiff? Zurück zum Schiff, tatsächlich, ja. Alles klar. Ey, lass meine Crew in Ruhe. Lass Grease in Ruhe vor. Glaubst du, das ist eine Falle? Wir sind schon in viele davon reingelaufen. Moment. Hörst du das? Hä? Wind. Wind höre ich, ja. Noch eine Abkürzung. Also diese rote Barriere, da waren wir ja auf jeden Fall schon mal. Da kann ich mich nur dran erinnern. Auf dem Planeten waren wir auch schon länger unterwegs. Den einen oder anderen Weg, die eine oder andere Ecke erkenne ich natürlich wieder. Nur ist halt die Frage, wo wir jetzt hier rauskommen, ne? Das weiß ich nämlich nicht mehr. Wenn wir hier überhaupt mal jemals waren in diesem kleinen Kabuff. Ich glaube aber nicht. Alter! Alter, Junge! Alter Schwede! Spult bitte nochmal im Video zurück und achtet mal auf die Reflexion in der Scheibe. Ohne Scheiß, für einen kurzen Moment dachte ich, Darth Vader steht hinter mir. Alter Schwede, spult bitte mal nochmal zurück. Das sah wie die Silhouette von Vader aus. Alter, kracke Scheiße, Mann. Heilige Scheiße, du Junge. Komm mal her jetzt hier, komm. Kannst du den jetzt hacken? Hey, was soll das? Hey, hört doch mal auf! Ich teste hier was! Ihr Affenkinder, ey. Ich bin sicher, wir werden dich bewegen. Ja, alles klar. Wir können gar nicht verlieren, stimmt's? Kleinen Furz fressen, ihr nervt so heftig. Weißt du schon wieder aus? Eieieiei. Zieht euch das nur mal selber rein, Alter. Ohne Witz jetzt. Krass. Obwohl ich es mir wirklich vorstellen könnte, Freunde, dass sie das auch bringen. Die bringen das. Die bringen das auf jeden Fall. Die bringen das auf jeden Fall. Du kannst dir das nicht entgehen lassen. Diese Chance, Vader in das Spiel wieder erinnern. Das geht nicht. Das lassen die sich nicht entgehen. Ich wette mit euch, am Ende kommt irgendwie ein mindestens ein Teaser zu Vader. Irgendwas, Alter. Irgendwas wird da kommen. Vielleicht tötet Vader sogar Kell am Ende. Deine Mom, Junge! Deine Mom! Halt dein Maul! Warte mal! Hey, ich träume zu viel gerade. Ich muss mich kurz konzentrieren. Ich nehme den gerade gar nicht ernst, ey. Ich hab den gar nicht ernst genommen. Warte mal, ich muss mal jetzt kurz gucken, wo ich überhaupt lang muss. Ich muss auf jeden Fall zurück. Scheiße nochmal. Aber wo ist zurück? Hey, was ist los? Hast du irgendwas gesehen? Hier waren wir aber noch nicht.
Alter, kurze. Ah, warte doch. Hier waren wir doch. Hier waren wir doch. Hier ging es doch runter zu dem Mini-Boss-Fight. Warte mal doch, da war das. Wo waren diese eine Liane? Wo ich gesagt habe, da müsste man eigentlich noch lang kommen können. Irgendwo. War das nicht hier hinten irgendwo? War das nicht hier oben? Ja doch, hier war es doch. Hier war es doch. Genau, das meine ich. Oh, warte mal, ganz kurz. Jetzt renne ich hier schon wieder durch die Gegend, weißt du, auf der Suche nach. Keine Ahnung, ey. Wonach suche ich eigentlich? Boah, Junge, ich mal mir gerade im Schädel gerade aus, was da alles kommen kann. Ja, alles klar, mein Tod kommt auf jeden Fall als nächstes. Also, ich persönlich gehe davon aus, dass Vader kommt. Und. Was war das? Und ich. Also, wie geil wäre das, wenn plötzlich auch noch Luke Skywalker kommt. Das ergibt storymäßig gar keinen Sinn gerade. Dass sie gleichzeitig auftauchen, zumindest jetzt aktuell. Was ist denn das jetzt? Endlich! Juhu! Lang davon geträumt. Aber wenn zumindest ein, zwei andere Figuren nochmal auftauchen würden oder so. Oder wenn man irgendwie zufällig deren Wege kreuzt oder irgendwie sowas nochmal. Ich meine, dieser kleine Teaser von Obi-Wan war schon geil. Der war schon geil. Was bist du denn? Du kämpfen, Lady. Was bist du? Mach das mal! Oh, zweimal hintereinander? Geht sowas heute als Jedi durch? Was ist denn hier los, Alter? Hierher, BD! Ich spüre gar nichts. Yo! Yo! Bin ich tot? What? Der hat mich ge-one-hitted? Was ist hier los, Alter? Was ist hier los, Junge? Ich träume zu viel. Hör auf zu träumen von der ganzen geilen Scheiße. Hä? Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Hallo? Hä? BD. Wo sind wir? BD-1? Hey, Kumpel! Wo steckst du? BD? Och nee! Ich muss einen Weg hier rausfinden. Wo immer hier ist. Ist das ein Stromkabel? Mein Lichtschwert ist weg. Nein, BD-1, Junge. Wo bist du, mein Freund? Hm. Okay, irgendwas muss ich hier machen. Aber was muss ich hier machen? Was muss ich machen? Wo muss ich das jetzt hier wieder reinklemmen? Es fängt ja schon wieder gut an, ey. Ach, guck mal hier. Hier ist auch noch was. Nee, aufschießen nicht. Aha. Irgendwas da hinten. Hier reinklemmen, wa? So. Ey, ihr Schweine, Mann! Ey, also das sollte war's. Der mich platt machen. Ich habe mich schon gewundert, warum es plötzlich einen Gegner gibt, der mich komplett one-hitted, Alter. Obwohl, wenn man sich das reinzieht, dass mich die kleinen Ratten auch schnell halb verbrauchen mit einem Angriff. Wahrscheinlich tief unter der Erde. Oder mit einer Angriffskombo. Ein Gefängnis, ey. Ah ja, ich wollte gerade Licht machen, aber ich habe gar kein Licht. Wenn man mich eingesperrt hat, hat mein Lichtschwert. Ich brauch's zurück. Stimmt, ich kann ja gar nicht zuschlagen. Ja, ich habe ja gar kein Lichtschwert mehr. Ich fühle mich so nackig, ey. Hm.
War das dein Freund da drüben? Ich hätte ja Mitleid, wenn ihr mich nicht immer angreifen würdet. Aber ihr seid ja die Ersten, die mich angreifen. Klar komme ich in euer Gebiet, aber man könnte auch einfach aneinander vorbeilatschen, oder? Das ist auch eine Möglichkeit. Ja. Hier rein? Hier rein. Okay. Alles läuft, oder? Das hat etwas bewirkt. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen hier. Kann man das hier rausreißen oder so? Warte mal, achso, warte mal, hier ist auch noch ein Schalter. Oder? Kann man das da reinpacken? Hallo? Hallo? Nee. Aber vielleicht muss ich genau hier den anderen Schalter reinpacken. Nein, nicht den. Weil das hat er ja gesagt, hat schon was bewirkt. Das hat er ja gesagt, das passt so. Oh, warte mal, hier ist ja auch noch ein Schalter. Die Tür ist auf. Ah, so ein Knastding, Mal sehen, ob ich einen Weg hier rausfinde. Muss es ja auch irgendwie so gehen, war so eine Situation, wo wir unsere Sachen verlieren. Unser besten Freund! Ey, BD1. Ich glaube, ich werde beobachtet. Ja, natürlich werden wir beobachtet, Junge. Direkt über dir, wahrscheinlich sogar. Ich weiß nicht, wo ich trauriger wäre. Ich muss sagen, ich finde Kel echt nett bisher und auch sympathisch. Finde ich cool auf jeden Fall. Aber wenn BD1 drauf gehen würde, wäre ich trauriger. Auch ein bisschen komisch, wa? Ich bin. Ekelhaft. Trauriger um einen Druiden. Hey! Hey, ist da dran jemand? Hi, Tubadanago! Was hast du gesagt, Junge? Brauchst du Hilfe? Ich hab keinen Popel in der Nase. Sortomo Kili Uba! Shampoo du! Was? Was für ein Shampoo? Tomo? Stuta Karkina Tonda! Tonda! Okay. Ich glaub, dir geht's gut. Hey, Chuta! Was ist mit ihnen geschehen? Die sind durchgeknallt, die sind gebrochen wahrscheinlich. What? La, 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 la. Was, fliegen die gerade in den Fleischwolf oder was? Was zur Hölle war das denn jetzt? Ich fühle mich so nackig um mein Lichtschwert und ohne meinen besten Freund. Ohne Witz jetzt. Das müssen wir schnell beenden hier. Das finde ich nicht gut. Das finde ich nix gut. Nix gut. Nix gut, diese. Was ist denn da los, Junge? Was ist denn hier los, Mann? Muss ich aufpassen, dass mir eine kleine Spinne auf den Schädel fällt. Hey! BD? BD1? Bist du das? Da bist du! Bist du okay? Ich sehe dich. Ich hol dich da raus. Ach, da hinten auf dem Tisch? Oder was? Ja. Ich hol dich raus. Aber beim nächsten Mal erst, BD1. Es tut mir leid. Doch, doch, beim nächsten Mal. Doch, beim nächsten Mal. Ich warte so lange hier für dich. So, also Freunde, wenn ihr wollt, dass schnell, also dass BD1 schnell befreit wird, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, weil das gibt mir die Kraft, ihn zu beschützen und zu befreien. Nein, Spaß. Wenn es euch gefällt, lasst gerne eine Bewertung da und support us come on, ihr wisst Bescheid. Videobeschreibung auch abchecken. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.